Ist ein schöner Eingang. Schöner Eingang. Moin Moin und willkommen zu Let's Play Bioshock. Ich finde es jedes Mal wieder cool, wenn man hier so nach draußen sehen kann. Ich mag das hier. Ich höre schon wieder Gegner. Wobei, ganz ehrlich, Electro-Volt ist so viel besser, weil sie halt gestunt sind. Ich versuche momentan wieder viel zu fotografieren, wie man vielleicht merkt. Wieso ist jetzt die Luft geflogen? Weil ich war's nicht. Gibt's hier eigentlich? Verdammt. Es gibt hier wieder einen. Für so leicht durchschaubar hältst du mich also. Gut. Das hab ich gesehen. Oh, den Farmers Market gibt's ein Big Daddy. Dann würde ich das mal probieren. Also wenn er nicht gerade von selbst in die Nähe dieses Geschützes hier gerade läuft, was ich hacke, was ich auch gerne kommen würde. Würde ich vielleicht mal den Chemowerfer bei ihm ausprobieren, weil ich habe in Erinnerung, dass das echt gut funktioniert hat. Weil der Chemowerfer ja so einen konstanten Strahl erzeugt. Mit dem ionischen Gel wird er dabei auch wieder dauerhaft gestunt. Mit Panzerbrecher. Lazarus Vektor? Achso, gut, muss ich herstellen, wenn ich den ganzen Kram habe. Da fehlt mir ein bisschen was. Ich könnte mir einen Outmaker machen. Ich lasse es erstmal. Hier gibt's Napalm und Stickstoff. Ich weiß gar nicht, wie gut Stickstoff ist. Habe ich keine Erinnerung. Ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzt habe. Was ist das? Verbandskasten heilen Eve. Nehme ich tatsächlich mal statt den Dieb, weil ganz ehrlich, Dieb bringt... Dieb, genau. Dieb bringt meiner Ansicht nach überhaupt nichts. Taub sein bringt überhaupt nichts. Fuck, bringt wirklich nicht so viel. Scheiße, ich glaube, das wäre ein Fass. Oh Scheiße, die hat einen Kopf dabei. Jetzt nicht mehr, sie ist tot. Ich passe die ganze Zeit auf, ich habe doch keine Pistolenmuni mehr. Ich sollte mal andere Waffen benutzen. Die Kinder mit ihren langen Nadeln, ihren stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten, ihren schauderhaften Frankensteinartigen Vätern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Kette des Strebens und Erschaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Das ist schön. Oder auch nicht. Wieso habe ich jetzt die Kamera eigentlich kaputt gemacht? Das macht es überhaupt nicht. Naja. Ist hier sonst noch was? Ich bin nur das hacken wir mal kurz. Was haben wir denn hier so? Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Darüber, darüber. Rein ist gut. Dann mal nach oben, dahin und dahin. Eingeschützt im Verbandskasten. Das Fleisch sieht echt nicht gut aus. Dreht sich mir fast schon der Magen um. Ach komm. Scheiße. Ich erinnere mich wieder, warum ich das nicht gerne gemacht habe, die Dinger so zu hacken. So. Es ging relativ schnell mit der Flüssigkeit. Stickstoff, Splitter und Splitter. Also, sehr schön. Die Splitter danach gebraucht. Hallo Big Daddy!
Okay, Big Daddy, übernimm du das. Ja, die ist schon down. Oh, du brennst noch. Okay. Ich glaube, der böse Mann ist fort, Mr. B. Nach 10 Jahren auf dieser Müllhalde habe ich mich an einen sehr niedrigen Lebensstandard gewöhnt. Aber selbst in einem so miesen Aquarium braucht ein Mann gewisse Prinzipien. Dieser erbärmliche Trou de Cul drüben in der Whirly Winery schüttet jetzt Wasser in seinen abscheulichen Wein. Wasser! Als ich ihn darauf angesprochen habe, hat er geantwortet, Pierre, keine Sorge, es ist destilliertes Wasser. Es könnte schlimmer sein. Ich könnte einfach mehr Wasser nehmen. Nett. Die Kinder mit ihren langen Nacken. Wieso zur Hölle spielt der momentan immer noch ein, noch ein anderes Lock-up? Das verstehe ich überhaupt nicht. Das sollte eigentlich nicht so sein. Ich versuche jetzt einfach mal diesen Big Daddy mit dem Chemowerfer platt zu machen. Falls nicht, habe ich noch genug Munition im MG, das sollte funktionieren. Ich versuche es einfach. Mit stimmlosen Liedern, ihren entsetzlichen Pflichten, einen schauderhaften, frankensteinartigen Völkern. Wir alle haben mitgezogen an der großen Fuck. Kette des Strebens und der Schaffens. Wir alle legen Hand an sie. Ich halte sie fest. Fontaine hält sie fest. Wir alle ziehen daran und werden von ihr gezogen. Sind diese Kinder nicht eine grauenhafte Entartung? Ja, aber war es nur meine Hand an der Kette, die sie erschaffen hat? Nein, ihre eigenen kleinen Finger lagen direkt neben meinen. Was ist da gerade passiert? Ich habe gar nicht darauf geachtet, dass ich kaum Muni für die Angriffe hatte. Wieso ist der Big Daddy plötzlich? Wieso war die plötzlich? What? Was ist da passiert? Was bist du da, Kumpel? Na, Stickstoff. Hat er sich selbst in die Luft gejagt oder was ist da passiert? Es tut weh. Ich hab Schmerzen beim Atmen. Darauf hacken. Das war unnötig, aber ich hatte gar keine Lust, ihn zu hacken. Hacken wir lieber das Ding hier. Ein bisschen Panzer brauche ich noch. Brauche ich dringend. Was haben wir hier noch? Ich versuch's, Mr. Ryan. Urteilen Sie bitte! So, da, drei Ladungen mit dir. Bitte nicht vorschnell! Okay, da gehe ich gleich hin. Erstmal möchte ich jetzt hier zu der... Der Grund des Meeres ist unsere Heimat, aber er ist... Komm, aber erstes Mal ist es. Jedes Leck ist ein Tarnsignal. Wenn Sie was? Wie bitte? Geht jeglich in die Wahrheit. Von dir hab ich nicht gedacht. Hat funktioniert, okay. Ich hab echt keine Muni mehr, ich bin ein bisschen am Arsch. Ne, war die Personenmunition, die sollte auch effektiver sein. So eine Scheiße. Bienen. Ah. Nope. Böse Bienen. Aus. Bienen unter Wasser halten. Ja. Eck. Verschwindet. Drecksviecher. Adam ist quasi ein gutartiger Krebs. Es zerstört die ursprünglichen Zellen und ersetzt sie durch instabile Stammversionen. Genau diese Instabilität verleiht ihnen diese verblüffenden Eigenschaften. Aber sie ist auch für die kosmetischen und psychischen Schäden verantwortlich. Man braucht immer mehr Adam, um den Verfall aufzuhalten. Vom medizinischen Standpunkt aus ist das eine Katastrophe. Betriebswirtschaftlich gesehen, naja. Fontaine reibt sich die Hände. Natürlich. So eine Sucht.
So, und ich hoffe jetzt, dass hier Gatherer's Garden, das Mietzel und... Yes, Insektenschwarm. Oh, bestes Plasmid aller Zeiten. Ja, komm hier, scheiß auf Sicherheitssender. Hetzen Sie Insekten auf Ihre Gegner. So können Sie viele Gegner gleichzeitig attackieren. Genau, trifft mehrere Gegner gleichzeitig. Wieso kann ich hier kein Electroball Plus mehr kaufen? Komisch. Trifft mehrere Gegner gleichzeitig. Stunt sie dabei auch und macht halt gut Schaden. Das ist einfach das beste Plasmid. Komm, schmeißen wir mal Eve Saver ein, statt Eve Link. Sonic Boom nimmt jetzt auch mal mit, statt ja doch. Das mit Danny. Bekämpfen Sie Ihre Gegner mit der Kraft des Hurricanes. Lustig, wie sie durch die Luft fliegen. Ja. Und was nehmen wir noch? Nimmt sich noch irgendwas hier? Ah, Vending Expert natürlich nicht. Start. Scheiße. Nee, die brauche ich alle. Dann bräuchte ich eher einen Technik-Tonika-Slot noch. Da packe ich dann jetzt mal Vending. Wobei eigentlich... Na komm, fangen wir lieber den rein. Das ist leider auch wieder besser. Ja, scheiße. Und einfach, weil es nur einen kostet. Warten wir das mal. So. Ups. Ja, das Bienenplasmid. Das sieht ein bisschen komisch aus, wie die da über unsere Hand klettern, finde ich. Aber was soll's. Das ist einfach eins der besten Plasmid, die es gibt. So, das sind viele Bienen. Und die würden uns umbringen. Das heißt, wir machen das hier. Dann ziehen sie sich an, wenn wir schnell was durchsuchen. Meine Rolle! Meine! Sie steht mir! Ah! Wichser! Du spielst den Richter! Ich mach nichts! Renn nicht so! Komm, nein, zurück, nein, komm, nein, nein, nein! Ich mag's nicht, wenn du rennst! Ach, scheiß mal, die Zeit drin. Du nicht! Das war knapp. Machen wir das Ganze nochmal. Ich hab noch nicht alles versuchen können. Es kommt blöderweise immer wieder neues Blaster dazu, glaube ich. Nein, da war ich nicht dran. Nein, ich will den Bienenstock untersuchen. Gut. Oh. Ich tu so, als ob es dich nicht interessiert. Darauf stehen sie. Scheiße. Ich schicke dir Seuchen! Hier unten. Ja, rennt alle nach da unten zu machen, die Bienen halt. Alter, was ist denn da los? Ich bin so ein bisschen auseinander gegangen hier. Ich hasse Bienen! Ich hasse Bienen! Alter! Das war gerade ein bisschen viele Gegner auf einmal. So, die Gegner da unten sterben jetzt gerade. Das ist gut. Das war nicht so geil. Aber ich habe mittlerweile alles gefunden dafür. Ja, zumindest haben wir genug Bienenspucke. Aber da war nur ein Safe, den würde ich gerne hacken. Dann nehme ich auch direkt einen Outtracker für. Schätzchen? Ja, da. Wenn du damit... Na guck mal, da kriegen wir sogar direkt einen Outtrack. Das ist so ein Zeichen. Also viel zu früh losgerannt, aber was soll's. Ah, ne, passt. So, wo war der? Der war irgendwo... Ich... Oh, da ist noch ein... Okay. Outtracker. Was ist drin? Oh, da waren sogar drei Enzymproben drin. Na gut. Okay, das reicht mir. Achso, so lange komme ich nicht raus. Okay.
Der Raum ist ein bisschen nervig. Vor allem, wenn man das eigentlich zwangsweise mehrfach rein muss. Oh, haben wir dabei wieder ein bisschen. Oh, wir haben wieder Muni. Sehr schön. Könnte ich jetzt mal raus? Schön. Oh, Registrierkasse. Wieso? Was machen die Chips in der Kasse? Ich frage. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? So, dann untersuchen wir mal den Ort hier. Wieso tragen Sie diese Masken? Vielleicht erinnert sich ein Teil von Ihnen daran, wie Sie einmal ausgesehen haben. Und Sie schämen sich. Nein, ich glaube, ich weiß, wo Sie sind. Was? Oh, zwei. Nein, fuck, falsches Profil. Ich glaube, ich weiß, warum sie diese Masken tragen. Es hat nichts damit zu tun, wie hässlich die Typen momentan aussehen. Dahin, dahin. Und den dahin. Da, den schnell hacken. Das Ding habe ich gerade genau angeguckt, das Ding. Also jetzt sehen, während ich es versuche zu hacken, dass die Zeit stehen bleibt. Wer auch immer diese zeitstoppende Hacking-Methode gefunden hat. Geil. Super Erfindung. Wir haben ein paar Quadestücke. Die fressen nicht genug. Da muss jemand vom Banzkasten raus. Das ist ja gut. Und den Safe habe ich gar nicht gesehen. Oh, mit den Safes habe ich in letzter Zeit viel Glück. Das Bild, das Wasser, sehr schön. Da. Die Kinder müssen voll lebens- und funktionstüchtig bleiben, um effektive Adam-Produzenten zu sein. Ich hatte vergeblich gehofft, wir könnten sie in einen vegetativen Zustand versetzen, damit sie gefügiger werden. Ich fühle mich in ihrer Nähe äußerst unwohl. Auch wenn sie diese Dinge im Bauch haben. Es sind immer noch Kinder. Sie spielen, singen. Manchmal sehen sie mich an. Endlos lange. Manchmal lächeln sie. Tja, Tenenbaum, damit musst du rechnen, wenn du mit Kindern arbeitest. Komm ich da auch rein? Ja, komm ich. Ist das eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Ich habe Photographers Eye 2 schon, das will ich mit dem ersten. Das lässt darauf schließen, dass ich... Hast du schon alle Bestandteile des Lazarus-Vektors gesammelt? Wenn ja, dann such dir am besten eine Werkstatt und setz ihn zusammen. Und dann geh zurück in Langfords Labor und tu das ganze Zeug in die Befeuchtungsanlage. Das müsste den Nebel eigentlich wegrüsten. Klingt gerade ein bisschen blöd. Es dienen. Meine Munivorräte sind doch alles so geil. Hallo. Schön. Und da war, ist doch bestimmt noch eine Pistole. Vielleicht auch nicht. So. Und da ist eine Kamera. Die einen ziemlich großen Radius hat. Ich werde Mr. Ryan auffallen und dann werde ich ein Star. Ist noch alles. Hey! Hätten wir das bitte schon mal.
Und ist nach unten. Und ist nach unten. Dahin. Nee, das muss ich mir nicht mal vorstellen. Dahin. Runter. Nee, das geht auch nicht. Scheiße. Dahin runter. Dahin. Dahin. Was mache ich hier gerade? Ich muss da irgendwo einen ersetzen. Unten. Rein. Und da. Dem. Dem. Nee, ist auch schon falsch. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Frag mich nicht, was ich mache. Das ist halt vollkommen egal. An der Stelle würde ich rauskommen. Die Stimme kommt mir gerade sehr bekannt vor. Warum benutzt ihr eigentlich die Granatwerfer? So schlecht ist der nicht. Oh, eine Waffenstation, sehr schön. Wobei, für mich Chemiewerfer habe ich momentan so wenig Muni. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Nehmen wir lieber einen MG-Schaden. Munitionstechnisch bin ich gerade sowieso so ein bisschen am Arsch. Wo ist eine Pistole hingeflogen? Wo zum Henker bin ich überhaupt? Alkohol, Zigaretten, das Wasser, wofür ich schon genug habe. Wer du bist eifersüchtig! Ah, mein Gott, verdammt viel Blut! Bleibst du wohl stehen? Eine Menge destilliertes Wasser rum. Okay, ich würde mal sagen, das war's auch schon wieder für heute. Und ja, beim nächsten Mal können wir uns dann hier wieder einen Weg raussuchen. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich hin muss. Hallo, hat jemand den Ausgang gesehen? Oh, oh, bitte. Hallo, Ausgang? Hallo? Niemand! Mist. Ich weiß gerade weder, wo ich hinlaufe, noch was ich hier gerade mache. Ah, ich glaube, ich habe die Treppe gefunden. Okay, sehr schön. Dann können wir das nächste Mal sogar schon, wenn wir hier eine Event haben, den Lazarus-Vektor bauen. Auch gut. Ja, machen wir das. Und dann müssen wir uns hier unseren Weg wieder raus. Bis dahin. Ciao.